Es gibt viele Quarterbacks, von denen gesagt wird, dass sie der Beste aller Zeiten wären. Aaron Rodgers, Steve Young, Dan Marino, Peyton Manning, Russell Wilson oder doch Tom Brady. Aber es gibt nur einen, der vielleicht genauso oft oder vielleicht sogar öfter als Tom Brady genannt wurde. Und das ist Joe Montana. Aber wer war eigentlich Joe Montana? Montana wurde am 11. Juni 1956 in New Eagle, Pennsylvania geboren und er war schon immer sportlich begabt. So bekam er nach der Highschool unter anderem ein Scholarship-Angebot, um Basketball an der North Carolina State University zu spielen. Allerdings heuerte er an der University of Notre Dame an, um dort Football zu spielen. Am Anfang wurde er noch kaum berücksichtigt, aber später wurde er dann zum Starter und führte sein Team 1977 zum National Championship. Nachdem er dann mit einem Comeback im 1979er Cotton Bowl gegen die University of Houston gewann, wurde er im NFL-Draft in der dritten Runde von den San Francisco 49ers gedraftet. Zum Ende seiner zweiten Saison wurde er dann auch schon Starter und zeigte sofort, dass er einen sehr genauen Wurf und die Fähigkeit, den Ball zu halten, hatte. Im 1981er NFC Championship Game kam dann sein erster großer bekannter Spielzug, The Catch, sein wahrscheinlich auch bekanntester Spielzug. Er wurf während einer Rückwärtsbewegung einen hohen Ball auf den springenden Dwight Clark für den Game-Winning-Score. 2 Wochen später wurde er zum MVP im Super Bowl 16 in einem 26-21 Sieg gegen die Cincinnati Bengals. Mit Montana, dem legendären Wide Receiver Jerry Rice und Bill Ward's West Coast Offense wurde das 49er-Team das dominante Team der 80er. Sie gewannen 7 NFC West-Titel und gewannen den Super Bowl 19, 23 und 24, wo Montana 2-mal MVP wurde. Dass er bestens mit Druck umgehen kann, zeigt er in seinem 3. Super Bowl, wo er den spielgewinnenden Touchdown erzielte mit weniger als einer Minute auf der Uhr, um 92 Yards zu gehen. Mitte und Ende der 80er hat es bereits einen bewiesen. Auch wenn er körperlich nie danach aussah, sagten viele seiner Kollegen und auch viele seiner Gegner, dass Joe Montana der Beste aller Zeiten wäre. Einige fürchteten ihn, einige liebten ihn. Aber jeder musste zugeben, dass er nun mal klasse ist in dem, was er tut. Montana selber sagt, er sieht das Spiel eher wie ein Schachspiel. Seine extrem starke Übersicht und dass er immer cool bleiben konnte, machte Joe Montana in der Zeit so einzigartig. 1990 führte Montana die 49ers zu einem 14-2-Rekord, wurde aber im NFC Championship Game gegen die New York Giants verletzt. Verletzungen plagten ihn fortan immer weiter, so kam er in den nächsten 2 Saisons kaum zum Einsatz. Als er dann endlich wieder fit war, hatten die 49ers mit Steve Young bereits den nächsten großen Quarterback zur Verfügung und tradeten Montana im April 1993 zu den Chiefs, wo er immer wieder zeigte, dass er es noch drauf hat. So kam er 1993 direkt in das AFC Championship Game, in dem Kansas seit 22 Jahren nicht mehr gespielt hatte. 1994 kündigte er dann seinen Rücktritt an. Er wurde 4-mal Super Bowl Champion, 2-mal MVP und wurde 8-mal für den Pro Bowl nominiert. Er hält und hielt Playoff-Rekorde für Completions, Yards und Touchdowns. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.